heute sollten wir uns mal die Gelegenheit nehmen und sprechen über die Leute dahinter. Die Leute, die genau mit diesem Energiereichtum Russlands märchenhaft reich geworden sind. Wir sind gleich verbunden mit Michael Chodorkowski, der dabei eine durchaus wichtige Rolle spielt. In ganz kurzen Worten, die Geschichte von Michael Chodorkowski werden wir dieses Foto hier sehen, Herr Kluge. Michael Chodorkowski war einer der, der Oligarchen der 1990er Jahre. Er ist wie viele andere in seiner Generation reich geworden im Rahmen der Privatisierung in Russland, praktisch in diesem Umbruch, in dieser teilweise sehr chaotischen Situation, als aus der sowjetischen Planwirtschaft dann eben diese junge Marktwirtschaft wurde, in der noch sehr wenige Regeln galten, in der sehr viel Chaos herrschte. Und da war er eben ein sehr geschickter Unternehmer, und er hat es eben unter anderem durch sogenannte Insider-Privatisierung zu einem sehr großen Reichtum gebracht. Das heißt auch natürlich, auch über politische Verbindungen hat er es geschafft, eben letztlich ein sehr, sehr großes Ölunternehmen sozusagen erstmal an sich zu nehmen, dann weiter aufzubauen. Yukos. Yukos, genau, ja. Und ist dann aber relativ schnell, also ist einer der Oligarchen, die ihr Vermögen praktisch nicht nach dem Amtsantritt Putins weiter halten konnten, auch weil er sich politisch dann eben neu und anders positioniert hat. Das heißt, er ist einer der Oligarchen, die eben diesen politischen Wechsel von Jelzin zu Putin letztlich wirtschaftlich nicht überlebt hat und dann eben später 2003 enteignet wurde. Genau. Ist eine interessante Biografie, weil es gewissermaßen sowohl als auch ist. Also einer gelernter Chemiker, glaube ich, der zunächst mal unglaublich davon profitiert hat, zwischenzeitlich der reichste Mann Russlands war oder als solcher galt, als einer der reichsten Menschen dieses Planeten, der dann wenig später alles verloren hat, 10 Jahre in Lagern verbracht hat. Ich glaube, zunächst in einem Lager in der Nähe der sibirisch-chinesischen Grenze und dann in Karelien. Das ist östliches Finnland, dieser Bereich, und der sehr eindrucksvolle Dinge darüber erzählt. Und es gibt diesen einen Moment, das ist sehr interessant, ein Treffen Putins mit den mächtigsten Oligarchen des Landes im Jahre 2003, wo dieser Wendepunkt in gewisser Weise dokumentiert ist. Und bevor wir das kurz sehen, vielleicht einmal kurz erklärt, Leonid Nevsljin ist einer, der darin zu sehen ist, damals stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Yukos, 2008 in einem Schauprozess wegen angeblicher Verschwörung zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt, lebt mittlerweile in Israel. Und der zweite Mann, den wir gleich sehen werden, ist Sergei Pugatschow, zu der Zeit ein enger Vertrauter von Putin, dem damals ein Bankenimperium gehörte, hat sich 2008 mit Putin überworfen und lebt mittlerweile in Nizza. Das nur vorausgeschickt. Und das ist dieser wirklich interessante Moment, um den es geht. Schauen Sie mal. Anfang 2003 beginnt Putin einen offenen Machtkampf. Er, der Russland regiert, steht jenen gegenüber, denen die Hälfte des Landes gehört. Auf der Agenda steht ein heikles Thema: Korruption. Sehen Sie die nächste Folie. Korruption kostet Russland jährlich 30 Milliarden Dollar. Vielen Dank, Herr Chodorkowski. Lassen Sie mich ein paar Dinge sagen. Einige Unternehmen wie Yukos haben riesige Ölüberschüsse. Wie kamen Sie zu diesen Reserven? Das sollte Teil der Debatte über Korruption sein. Ich habe Michael Chodorkowski am Abend vorher gefragt, was ist, wenn neben Sechin auch Putin einen Teil der Erlöse von Northern Oil bekommen hat? Nach dem Treffen war Putin völlig neben der Spur. Ich gab ihm ein Zeichen, dass ich zu ihm kommen würde, wenn alle weg waren. Er griff mich am Ärmel und sagte, ich solle mitkommen. Putin meinte, dieser Chodorkowski ist ein schrecklicher Typ. Ich weiß, dass er nichts bezahlt hat. Er hat die Ölgesellschaft kostenlos übernommen. Das geht so nicht. Wir müssen ihm alles nehmen. Tja. Wir müssen ihm alles nehmen. Dieser Michael Chodorkowski ist uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Chodorkowski. Ich freue mich sehr, dass das funktioniert. Ja, guten Abend. Herr Chodorkowski, wir haben gerade diese Szene gesehen. Ein absoluter Schlüsselmoment, sagen viele, auch wenn es darum geht, auch die Entwicklung von Putin zu verstehen. Sie waren damals bei diesem Treffen dabei. Wie haben Sie das wahrgenommen? In meiner Erinnerung war es so, Sie haben im Versuch klarzumachen, da gibt es zu viel Korruption in diesem Land. Und plötzlich merken Sie, wie er sich gegen Sie stellt und Sie plötzlich frontal attackiert. Wie haben Sie das damals erlebt?
Vor diesem Treffen hatte ich schon Verständnis darüber, dass der Konflikt zwischen denjenigen, die Russland als ein offenes Land haben wollten, und denen, die wirklich zurück in die Vergangenheit dieses Landes gehen wollten, dass dieser Konflikt in einer Schlüsselphase sich befand. Und ich hatte eine kleine Chance, eben Putin zu überzeugen, auf unserer Seite zu kommen. Im Laufe des Gesprächs habe ich jedoch verstanden, dass es zu spät ist. Er hat seinen Weg schon gewählt und eingeschlagen. Und dieser Weg, 20 Jahre später, heute, wir sehen ja das Ende dieses Weges. Das ist ein Land der Korruption und des Krieges. Ich weiß nicht, ob die Kollegen aus der Regie das noch mal vorlegen können. Das ist jetzt ganz spontan sozusagen. Aber dieser Blick von Putin, den wir da gerade gesehen haben, dieser Blick, mit dem er sie damals angeguckt hat, dieser Blick ist einer, der sagt, ich habe dich auf dem Radar. Du solltest mir wirklich nicht über den Weg trauen. Was war der Grund, warum er so sauer auf sie war? War der Grund, dass sie nicht bereit waren, an ihn zu bezahlen? Das ist der Blick, den wir da gerade haben. Was war der Grund? Warum war er so wütend auf sie? Wie es sich herausgestellt hatte, er sah die Korruption an als ein Schlüsselhebel, wie man das Land regieren kann mit seinem Apparat. Und er hat damit gerechnet, und es hat sich auch bewahrheitet, dass dieser Apparat nur seine Befehle erfüllt. Und alle, die um ihn herum sind, die orientieren sich nicht an Gesetze. Und die Leine, an der er die alle führt und gängelt, das ist die Korruption. Und wenn du nicht ein Teil dieses Systems bist, dann gehörst du nicht dazu. Wenn du keine Schmiergelder nimmst, dann wanderst du eben ins Gefängnis. So wie es auch mit Herrn Glukajew passiert ist. Hat Putin an dem Tag nach Geld gefragt? Oder anders gefragt, mussten Sie als Chef von Yukos, der mächtigsten Ölfirma des Landes zu dem Zeitpunkt, mussten Sie Geld an Putin bezahlen und bezahlen auch alle anderen an ihn? Wie funktioniert dieses System? Es ist schwer zu sagen, wie dieses System dann wirklich funktioniert. Heutzutage, es ist wirklich alles verschleiert. Damals waren diese Situation erst am Anfang seiner Entwicklung und ihrer Entwicklung. Und dieses Beispiel, das ich Herrn Putin angeführt habe, das war wirklich das erste Mal, dass ein Beispiel so herangeführt wurde. Rosneft, ein staatliches Unternehmen, hat sibirisches Öl, ein anderes Unternehmen, eingekauft und hat gekauft für 600 Millionen Dollar. Und es war klar, dass mehrere 400 Millionen Dollar, die mehr gezahlt worden sind, in irgendwelche Taschen gewandert sind. Wow. Ich kann mir vorstellen, dass eine dieser Taschen eine Tasche von Herrn Putin ist. Heutzutage ist es wirklich ein Peanuts, 400 Millionen. Wir sprechen heute über viel mehr Geld. Das heißt übersetzt nochmal, ich frage deswegen so nach, weil ich neulich mich mal mit Herrn Kadyrov in Tschetschenien beschäftigt habe. Und dort ist es offensichtlich so, dass jeder, der dort Unternehmer ist, 50% seines Gewinns an eine Stiftung von Herrn Kadyrov überweist, der offiziell 60.000 Euro im Jahr verdient. Und diese Stiftung wird zufälligerweise geleitet von seiner eigenen Mutter. Das ist natürlich sehr praktisch. Das heißt, jeder dort in diesem Land zahlt in diese Stiftung ein und bereichert direkt den Präsidenten, den Diktator. Und sie liegt, wenn ich raten darf, in einer Steueroase. Genau. Türkei. Und die Frage wäre, Herr... Ja, vor 18 Jahren, vor 20 Jahren, so ein System gab es noch nicht. Und so viel ich mir das vorstellen kann, wie es heute aussieht, das gesamte Geld, dass die reichen Männer im putinschen Umkreis sind. Das sind die Gelder,
die Putin wirklich ganz ruhig verwalten kann, wann er das braucht. Er sofort hat den Zugriff auf dieses Geld. Und deswegen stehe ich heute für sehr harte Sanktionen gegen den Umkreis von Putin, weil ich glaube, dass wir eben dieses Risiko nicht eingehen können, dass dieses Geld in eben Waffen sich verwandeln, die auf die Köpfe von Ukrainern fallen. Das heißt, Herr Rodorkowski, wir liegen richtig, wenn wir davon ausgehen, dass Wladimir Putin ein sehr, sehr reicher Mann ist. Vielleicht einer der reichsten Menschen auf diesem Planeten? Zweifelsohne, aber eben nicht in dem Sinne, in dem Herr Gates oder Herr Buffett reich sind. Ihre Gelder sind auf ihren privaten Konten. Und egal was passiert, das ist ihr Geld. Herr Putin hat diese Möglichkeit, eben so ein riesiges Vermögen selbst zu verwalten. Und es ist nur mit seinem Posten des Präsidenten verbunden. Sobald er weg ist von diesem Posten, dann bezweifle ich sehr, dass irgendwelche Freunde von ihm ihn wieder verteidigen wird. Interessant. Gibt es so einen interessanten Satz von Ihnen aus einem Ihrer letzten Interviews, wo Sie sagten, Putin ist kein normaler Staatsmann, Putin ist ein Gangster. Das ist in der Tat so. Und ich glaube, dass das Hauptproblem ist, das jetzt bei den westlichen Politikern existiert, wenn sie Verhandlungen mit Putin führen, besteht darin, dass sie eben ihre Erfahrungen projizieren, wie sie mit den sowjetischen Führungspolitikern Verhandlungen geführt haben, wie sie untereinander sprechen, wie sie mit den Big Business sprechen. Das ist nicht so. Er ist ein Gangster. Und er sieht die Verhandlungen ganz anders. Wenn Herr Macron Herrn Putin anruft, 7 oder 8 Mal, sieht das Putin nicht als einen Wunsch, eben am Verhandlungstisch irgendwas zu erreichen. Er sieht es ganz anders. Es ist Demütigung und er ergötzt sich daran. Und das ist eine Schwäche. Wow. Und diese Schwäche eben zeigt ihm den Weg weiter. Er muss seinen Weg weitergehen. Um irgendwie wirklich realistisch mit so einem Menschen wie Putin irgendeine Verhandlungen zu können, so muss man wirklich Stärke zeigen. Im Falle der Ukraine, das ist eben Flugverbotszone über die Ukraine. Alles andere wird von ihm als eine Schwäche interpretiert. Ich meine, das ist natürlich ein sehr gefährliches Szenario, eine Flugverbotszone. Wir hatten gestern Florence Gaub hier, eine Militärsoziologin, die sehr eindrucksvoll erklärt hat, dass Flugverbotszone so freundlich klingt, so defensiv klingt. Aber in Wahrheit ist eine Flugverbotszone einzurichten, ist ein sehr kriegerischer Akt. Da müssen Sie nicht nur andere gegnerische Flugzeuge vom Himmel schießen, Sie müssen auch Flughäfen bombardieren, Sie müssen und so weiter. Was glauben Sie, wie Putin reagieren würde, wenn die NATO genau das machte? Ich glaube, dass die Soziologin, die Sie hier heute angesprochen haben, sie eben auch ihre Welt hat, wie mit Staatsmännern und Staatsfrauen sprechen muss. Und wir haben jetzt mit einem Banditen zu tun. Und wenn eine defensive Aktion irgendwie eingeleitet wird, sieht er es als eine Schwäche und er kann weiter aggressiv werden. Aber wenn man ihm Stärke demonstriert, dann wäre er bereit, an den Verhandlungstisch zu kommen. Wenn man wirklich so ein Land wie Russland ganz in die Enge treibt, dann kann es wirklich gefährlich werden. Aber eine Stärke zu zeigen, muss man. Und es gibt ja wirklich sehr viele Methoden und Wege, die eben so eine Flugverbotszone oder diesen Modus erleichtern, ohne wirklich die Situation
ganz eskalieren zu lassen, dass wir russische Territorien angreifen müssen. Aber noch mal die Frage, was könnte das sein? Also woran denken Sie? Was müsste die richtige Reaktion der westlichen Welt sein auf diesen Krieg, der jetzt gerade in der Ukraine geführt wird? Für mich war es wirklich eine sehr angenehme Überraschung, dass der Westen sehr solidarisch war in dieser Frage. Ich habe es wirklich nicht erwartet. Für mich war es auch eine angenehme Überraschung zu sehen, wie einhellig diese Sanktionen eingeführt worden sind und wie stark diese Sanktionen waren, wie hart sie waren. Jetzt spreche ich über das SWIFT-Ausschalten von Russland aus diesem System. Es eben führt dazu, dass er weniger Möglichkeiten hat, diesen Krieg zu führen. Waffenlieferungen in die Ukraine, das ist wirklich etwas, was der Ukraine erlaubt, wirklich so einen Widerstand zu leisten, so einen organisierten Widerstand zu leisten. Gleichzeitig wundert mich etwas, dass diese Sanktionen nicht zum logischen Ende geführt worden sind. Gazprombank arbeitet weiter, Sberbank arbeitet weiter, teilweise. Mich wundert, dass bis jetzt wirklich irgendein Unterschied gemacht wird zwischen den defensiven und offensiven Kriegsführung. Diese Definitionen, die sind wirklich jetzt verschmolzen. Mich wundert, wenn Herr Scholz oder Herr Biden darüber sprechen, dass wir uns nicht im Krieg mit Russland befinden. Das ist nicht unser Krieg. Wen versuchen Sie dazu beschwichtigen? Wenn Sie das dem Herrn Putin sagen, dann sagt er überall, dass er mit der NATO im Krieg ist, dass er mit den USA den Krieg führt, aber eben auf dem Gebiet der Ukraine. Sehr viele Russen glauben das auch. Und vielleicht auch mehr als die Hälfte der Europäer verstehen das auch. Wir sind nicht im Krieg. Er sagt, dieser Krieg ist da. Seine Propagandaführer bereiten die russische Gesellschaft darauf, dass wir immer weiter in die Ukraine vordringen. Oder was glauben Sie? Solovyov, Kisilov, die Propagandaführer, das nicht sagen. Das sagen sie jeden Abend. Die russische Gesellschaft wird darauf vorbereitet, vorkonditioniert. Und die einzige Möglichkeit, das zu vermeiden, ist eben Putin in der Ukraine Halt zu gebieten. Und deswegen dürfen wir nicht weiter den Kopf in den Sand stecken, weil dieser Boden ist aus Beton. Es ist unmöglich. Das klingt beklemmend. Ich muss Sie noch mal fragen, Herr Rodokowski. Das heißt, Sie halten es für möglich, dass Putin nicht nur die Ukraine als Land einnimmt, sondern auch weitergeht? Moldau, Polen, Baltikum. Halten Sie das für möglich, dass er über diese rote Linie geht? Ich glaube, es ist unausweichlich. Na, schauen Sie. Im Laufe seiner Karriere als Präsident hatte Putin viermal diese Probleme mit seinem Rating. Und jedes Mal hatte dieses Problem mit einem kleinen Krieg gelöst. 1999 der Tschetschenienkrieg, 2008 in Georgien, 2014 die Krim und 2022, das ist der heutige Krieg in der Ukraine. Warum glauben Sie, dass er zum fünften Mal so ein Problem anders lösen will? Wenn er jetzt die Ukraine einnimmt, dann ist sein nächster Schritt unausweichlich das Baltikum oder Polen oder Moldau. Moldau ist zu klein für ihn. Das ist nicht interessant. Das ist die Logik seiner Schritte. Viermal hat er das gemacht. Warum glauben Sie, dass er beim fünften Mal etwas anders macht? Das ist eine rhetorische Frage und ein düsteres Szenario, das Sie da gerade malen. Aber es hat eine gewisse Logik. Eine letzte Frage noch, Herr Chodorkowski. Sie sagten dieser Tage auch in einem Interview mit den Kollegen der Süddeutschen, glaube ich, war es, das Ganze wird
mit Putins Tod enden. Und dieses Ende kommt näher und schneller, als man denkt. Was meinen Sie damit? Ich erinnere mich an ein Interview, das eines unserer Korrespondenten aufgenommen hat, in der Schlange in einem Geschäft, in einem Städtchen im Ural. Die Menschen haben den Putin wirklich für Putin waren. Aber dann hat eine Frau den Kameramann an sich geführt und sehr leise direkt in die Kamera gesagt, sobald er nicht krepiert, werden wir gut nicht leben. Er muss krepieren. Solche Stimmungen herrschen im Land. Und dann ist es auch verständlich, dass Putin nur eins hat, was zwischen ihm und seinem Ende steht. Das ist der verlorene Krieg. Und das ist die wichtigste Frage. Gewinnt er diesen Krieg oder verliert er den Krieg? Und jetzt hängt das alles vom ukrainischen Volk ab und von der Position des Westens. Und der Verrat am ukrainischen Volk, dieses Nicht-Einmischen. Es ist nicht nur verwerflich moralisch gesehen. Im Falle von Putin wird es unausweichlich, wie mit Hitler auch, zu denselben Konsequenzen führen, zu einem Weltkrieg. Die Idee der Beschwichtigung des Aggressors, das haben wir schon gehabt in Europa. Und Europa und auch Deutschland hat es sehr teuer gestanden. Und wir dürfen das nicht wiederholen, diesen Fehler.